mal euch ein bisschen zeigen kann, was man noch so anstellen kann für den Film. Sie hat ja ein Kostüm aus dem Mittelalter an und ist mit ihrem Pferd Motte unterwegs, hat Hunger und wir fangen ganz neu an, ihn ein bisschen aufzubauen, ihm Vertrauen zu schaffen. Er sagt, unser Münster ist eine tolle Art, das damit zu schlagen. Also eigentlich fühlt sich hier total wohl, weil ein Filmset, da haben wir deutlich weniger Platz. Also es wäre wirklich auf kleinsten Raum mit Licht, Kamera, Ton, Darsteller, Filmen, Drohnen zurecht. Sollte das schön? Nee. Aber ich habe eine besondere Gabe, nämlich ich an die Regie und Produzenten werden von meinem Talent, um an sich drauf zu sein, überzeugt. Und wir haben die Rolle, erste Rolle. Ich war so stolz. So, dann kam wieder Großaufgaben. Ich werde es mal erklären. So, Dankeschön. Ich werde euch den Lehrkekse. Ja, also ich meine, das muss man schon mal überhaupt nicht sagen. Man muss dann vielleicht mal ganz viel. Freundlicherweise bereit erklärt, ihr Kostüm noch einmal zu setzen. Das machen wir jetzt mal schnell. So, wir haben jetzt hier den Film und wir brauchen eine junge Dame. Oh, da ist ja eine. Du weißt ja, Zeit ist Geld. Wir haben nicht viel Zeit zu üben. Also rauf aufs Pferd. Die Kamera muss laufen. Also, los jetzt! So, wir haben jetzt mal uns eine nette Darstellung aus dem Umfeld ausgesucht. Auf jetzt noch Pferd. Die Kamera läuft. Versucht jetzt mal ein bisschen aufzusteigen. Und legen die Pferd an. Aber du machst das ja gut. Es ist immer einfach schwierig, den Darstellern zu erklären, wo rechts und links ist, wo es oben und wo es unten. Und dann noch so ein hübsches Kleid an. Also, ich bin ja total stolz auf Inga. Also, wie ihr ohne schwer erkennen könnt, hat Inga nicht wirklich gar keine Ahnung. Das ist ja kein Name, jetzt mal von hinten aus auf die Kamera zu reiten, bitte. Ja, los. Hier ist die Kamera und hier kann vorbei reiten. Ja, und nochmal darum denkt, dass die Regie die Anweisung macht. Und man muss ja ganz genau das machen, was die Regie sagt. Oh, ja, genau. Haben wir erst in der ersten Probe, wir hatten auch nur eine Probe, ja, habe ich. Dann haben wir das probiert, ob er auf den Tisch
einem neuen Projekt, das heißt Gießen. Möchte ich eigentlich mit einem ganz berühmten Spruch, glaube nie, was du siehst, im Fernsehen. Es ist doch eine ganze Menge Fake dabei. Und da möchte ich euch jetzt mal genau zeigen, wo der Fake oft sitzt. Jana darf nämlich jetzt mal so ein bisschen Strip-Sheets machen. Habe ich die Haare, Schenke, es ist alles viel aufgesetzt. Wenn man jetzt mal genau hinguckt, guck mal, das ist ja jetzt doch ein ganz normales Pferd. Ich bin meine Stylistin.